Okay. Was hast du vor? Eine Kluge. Ich mach das. Gegen was sind Kampfkeiler effektiv? Kampfkeiler. Ach, die sind gegen alles außer Gebäude effektiv. Die sind etwas uneffektiv gegen Gebäude. Die sind gegen alles außer gegen Tiereinheiten effektiv. Okay, dann machen wir zwei Speer nochmal. Oh mein Gott. Ich brauche noch mehr Häuser. Noch ein Haus bauen. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Ich verstehe immer kein Wort von dem, was sie da faselt. Die sagt ja immer Zottel oder Zossel oder sonst was. Und dann immer so die Hufe. Oh. Irgendwie zum Dank die Hufe auf die Lichter gedrückt. Was soll das bitte heißen? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich würde sagen, er baut mir nochmal ein Haus. Komm, bau noch eine Hütte hin. Du guter Arbeiter. Oh, ich höre mich immer so behindert an. Manchmal. Manchmal, da fühle ich, da denke ich immer, ich bin behindert. Hm, nein. Bauen wir mal ein Forsthaus. Dein. Manche Gebäude kann man in der unmittelbaren Nähe einer Rohstoffquelle bauen, um die Wege zu verkürzen, die ihre Arbeiter zurücklegen. Darüber hinaus vergrößern diese Gebäude auch die Lagerkapazität für den jeweiligen Rohstoff. Oh, ach, automatisch speichern. So, der hier, der Typ da, der ist richtig badass. Denn der ist Stufe 3. Und ihr seht schon, der hat hier eine richtig tolle Axt. Hm? Oh, Grundsteinlegung. Was macht das denn? Bauen Sie Hütten. Bauen Sie drei Hütten und ein Forsthaus. Nein, du baust mir jetzt nicht so. Reparierst den Scheiß hier jetzt. So. Ach, erforschen, damit die mehr tragen können. Damit die mehr ertragen können. Ja, baut mal ruhig, ihr da. Ich stufe meine Kampfkeile auf. Kriegen hier mal lauter tolle nicht Waffen, sondern Sachen. So, der Speer geht dahin. Lol, stehen hier zwei Streitwagen. Streitwegen. Ich bin dabei. Okay, ach, da ist er. Okay. Was gibt's? So, da ist der gute Bauarbeiter-Typ. Ach, der baut hier noch die Taverne. So ungefähr hört sich das an. Zumindest wenn ich draufklicke. Ah ja, stimmt, der Moment Quest. Hier, wir haben ja hier auch noch. Ah, die drei Artefakte. Ah, Tipps. Okay. Ich glaube, ich weiß auch schon wo. Dann nehmen wir den guten Bela. Der konnte noch nichts machen und ich weiß schon wo, weil ich spiele dieses Spiel nicht blind, damit ihr das wisst. Noch. Und zwar hier hinten.
Der Tod des einen führt zum Glück des anderen. Kann nur ein Friedhof sein. Und hier ist ein Friedhof. Das wusste ich ja schon. Wobei ich vielleicht noch etwas eingerostet sein kann. Oder bin. Ich weiß es nicht mehr. Ich kann das nicht so genau sagen bei dem Spiel. Aufstufen. Und den Bogenschützen hier. Oh, ich habe nicht genug Schädel. Das war so mit Aufstufen dann für die Zeit. Oh oh, die folgen Bela. Bela, mach hin, ey. Du kannst sie alleine nicht töten. Obwohl du hier 66 Schaden mit deinem Bogen machst. Wow. Hoho, das passt ja, weil morgen ist Halloween oder heute. Da lässt sich was machen. Schau doch mal, da drüben. Die Kiste. Denn es ist ja so, morgen ist Halloween. Und das Gute dran ist. Was hast du vor? Ich lade das an Halloween hoch, diese Folge. Los, töte den blöden Axtkrieger. Nächste Aufgabe. Genau getroffen. So, die stirbt mir jetzt. Was hast du vor? Kein Problem. Spielen wir mal, wenn das ein bisschen Candy Crush. Nicht Spaß. Ja, bitte. Finde den Weg. Was? Was gibt's? Wow, die sind sehr untätig gerade. Dann mach das mal so. Die bauen da hinten noch ein Haupthaus. Sollte der Punkt da irgendwie aus unergründlichen Gründen überrannt werden. Was ich echt denke. Und auch nicht glauben werde. Aber trotzdem, wobei. Nein. Du baust mir nichts, du baust mir jetzt eine Waffenschmiede. So. Dann habe ich da hinten noch so einen kleinen Stützpunkt oder an sich hier so einen kleinen Vorposten, würde ich mal sagen. Bei dem ich hier gut Sachen produzieren kann. Ach, Bela ist schon wieder da. Das ist sehr gut. Ihr dürft aber Bela nicht mit Bleda, dem Hunnen, verwechseln. Das war der Bruder von dem guten Attila, dem Hunnen. Den hat er auf der Jagd mal von einem wilden Keiler töten lassen. Ja, Absicht. Weil hier natürlich er böse ist und so. Baut das Haupthaus, baut es. Und tut jetzt ein paar Megaloceros töten, um sie zu verspeisen. Was gibt's? Ja. Und ich habe übrigens ja auch Twitter. Da könnt ihr mir auch auf Twitter folgen. Wobei, das werde ich noch in dem Infovideo euch mal sagen. Ja, bitte. So, dann werde ich hier wahrscheinlich noch Axtkrieger machen können. Oh, nicht genug Holz. 100 Holz.
Man muss sagen, der Army-Controller ist irgendwo etwas ungewohnt. Aber ich muss sagen, es ist wiederum eine tolle Sache, dass sie den, dass es in dem Spiel gibt, weil der Army-Controller macht meiner Meinung nach einiges einfach. Weil da muss man beispielsweise nicht endlos auf der Karte suchen. Beispielsweise, es gibt eine Einheit, du hast deine Army voll und es gibt eine Einheit, die nicht da ist. Und du musst sie auf der ganzen Map suchen. Und hier klickst du beispielsweise, nehmen wir mal Cole. Ich suche Cole, mach Doppelklick und ich bin bei ihm. Da steht er. Also ich muss sagen, ich finde das eine ganz tolle Sache mit dem Army Controller hier. Da kannst du auch, kann man auch sehen, welche Stufe die sind und sowas. Und welche Epoche man hat und noch nicht. Das ist sehr toll. So, Kampf gegen die Barbaren. Dann würde ich sagen, dann renne ich mit denen mal nach oben. Dann macht ihr mal. Weg freikämpfen. Und ihr kämpft euch den Weg bis dahin auch frei. Los. Ah ja. Der Barbaren-Außenposten. Yeah! Zerstört die Kaserne. Dum, 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 dum. Und der Rest ist da unten und chillt mal. So ein bisschen. Oh, Brillattacke. Mache ich hier noch ein paar Dingens hin. Ihr baut mir jetzt mal den hier, den Maschinenbauer. Ihr Ollen da. Was geht? Ich werde für euch kämpfen. Den haben wir es gezeigt. Ja, schon. Aber ich denke, das war nur ein kleiner Außenposten. Oh, oh. Bei so wenig Gegenwind. Da ist gerade einer gestorben. Ist jetzt in der Lage, Rammen zu bauen. Bei, nein, zurück, 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 Rückzug. Effizient gegen Mauern, Gebäude und Titanen sind neben den Helden die stärksten Kampfeinheiten im Spiel. Eine Basis kann mehr als einen Eingang haben. Wenn der Haupteingang, so wie diesen Fall, durch Türme gut geschützt ist, lohnt es sich, einen Bela, du machst einen Sniper-Schuss. Oh, der hat nur 1000. Ah, das hat wenig gebracht. Tötet ihn. Schnell. Bevor er Bela tötet. Das nenne ich doch mal einen Kampf. Oh oh. Die sind Stufe 4. Kein Problem. Cole, hol deine Schrotflinte raus. Hol die Shotty raus. Was? Front und Abwehr. Sammel bereit.
Okay. Gaston, meine Ramme bitte. Wow, hier kommen noch zwei raus. Nein, 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 oh. Hört auf, die Türme anzugreifen. Es ist doch. Es ist, glaube ich, mal irgendwo fail gerade, aber. Ich will die Rammen das machen lassen. Wir sind hier. Weil die ja so stark gegen Gebäude sein sollen. Dann greif doch einfach mal an. Ganz normal. Alle. Wenn die es eh nicht verkneifen lassen wollen. Verkneifen lassen wollen, ist das überhaupt ein Wort? Verkneifen können. Meinte ich. Mehr als präzise. Was haben die für eine Range? Von 1, okay. Okay, ich werde das jetzt so machen. Ton. Gesamtlautstärke runter, Musiklautstärke leiser. So. Nächste Aufgabe. Ich hoffe, man hört das jetzt gescheit. Oder ich weiß nicht, ob man das davor gehört hat. Oder gescheit, eher gesagt. Lässt sich machen. Eine Kuh. Genau getroffen. Genau getroffen. Gaston. Die Soße bitte. Warum sage ich das überhaupt? Oh, und da kommt die Verstärkung noch. Lasst uns kämpfen. Wollen wir spielen? Ja, komm, versuch zu reparieren, wenn das Gebäude schon kaputt ist. Genau. Ich sitze hier gerade auch sehr schön dran. So richtig bequem, so seitlich ein bisschen. Ja, präzise. Das wird funktionieren.
Los, kommt, kommt, kommt. Ach man, schade. Wenn wir erstmal wissen, wo auf der Erde wir sind. Wir befinden uns überhaupt nicht auf der Erde. Also zumindest nicht auf unserer. Bist du da sicher? Ich habe mein ganzes Leben in den Himmel gelegt. Aber diesen kenne ich erst seit kurzem. Also schön, Freunde. Was wissen wir über diese... Brüste! Du meinst, außer dass prähistorische Tiere hier nie ausgestorben sind? Ich würde vielleicht nicht von prähistorisch sprechen. Was soll denn das jetzt heißen? Vielleicht haben die Saurier nicht früher gelebt? Vielleicht leben sie einfach hier. Und all die Skelette? Die stammen von Tieren, die irgendwie in unsere Welt gelangt sind. Und wie soll das bitte schön passiert sein? Genauso wie wir hergekommen sind. Also ich finde das ausgesprochen schräg. Weißt du, Paul, in letzter Zeit habe ich gern viele merkwürdige Dinge zu akzeptieren. Zum Beispiel, habt ihr bei dem Unwetter auch nur einen Blitz gesehen? Ich habe heute die Nordmänner gefragt. Die kennen so etwas gar nicht. Bleibt die Frage, wie wir hergekommen sind. Ja, wie kommen wir wieder nach Hause, mein Freund? Nicht weit von hier auf einer Insel lebt der Erzdruide. Er ist der Hüter unserer Legenden. Wenn euch jemand helfen kann, dann er. Ihr solltet ihn aufsuchen. Würde ich machen. Oh yeah. Aber jetzt zurück zum Hauptmenü. Denn wie immer an der Stelle endet die Folge hier. Oder die Aufnahme zumindest. Weil ich habe jetzt nicht die Zeit. Ich werde vielleicht jetzt noch Knights of Pen and Paper aufnehmen. Mal gucken. Auf jeden Fall. Dann natürlich wie immer. Bewertet den Part, je nachdem wie euch gefallen hat. Kommentiert, was ihr kommentieren könnt. Lasst gegebenenfalls noch ein Abo da. Und natürlich Sun Bros. Praise the Sun. Yo.